Hallo Leute, mit diesem Video wollte ich euch eigentlich eine kleine Information bezüglich meiner Videos und meiner Let's Plays an sich übermitteln. Ihr habt ja sicher mitgekriegt, dass ich in letzter Zeit kein einziges Video hochgeladen habe. Das liegt unter anderem daran, dass ich momentan etwas im Stress bin und ich an einem anderen Projekt noch gearbeitet habe, welches ich euch jetzt hiermit vorstellen wollte. Und zwar finde ich, dass meine Let's Plays, so wie ihr sie kennt, bei YouTube ein wenig unübersichtlich sind. Ja? Also wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Playlists klicken würde, dann sieht man hier ganz viele schicke Playlists, aber mit der Zeit wird das einfach zu unübersichtlich, zu unschön, einfach hässlich, finde ich. Und da habe ich mir halt überlegt, wie ich das für euch oder allgemein ein wenig übersichtlicher gestalten kann, so dass sich jeder da drin zurechtfindet. Und zwar habe ich mir gedacht, mach doch mal sowas hier. Das hier ist im Prinzip mein neues Projekt oder mein geheimes Projekt, woran ich gearbeitet habe in letzter Zeit. Ich habe jedes einzelne Video, was ich hier je hochgeladen habe, auch das Special-Video, beziehungsweise die Specials, das ist ja das zweite, hier eingetragen, in einem eigenen Beitrag, im Pipapo. Hier seht ihr das Menü, Startseite ist selbsterklärend, Let's Play, hier kommt ihr zu den Spielen an sich. Übersicht zum Beispiel, da habe ich wohl höchstwahrscheinlich noch ein bisschen was vergessen. Ja, dachte ich mir. Hier fehlt nämlich noch ein bisschen was, aber ist nicht der Sache, also ist nicht so schlimm. Hier in der Übersicht werdet ihr eine Tabelle bekommen mit kurzen Stichpunkten eines Projekts mit dem dazugehörigen Link und Pipapo. Werdet ihr alles sehen, ich bearbeite das alles noch, ist alles noch im Aufbau. Wichtig war es für mich erstmal, die ganzen Videos in das System zu integrieren und das ganze System hochzuladen. Das hat etwas Zeit beansprucht, 4 ganze Tage. Nun ja, bei Let's Play Games, seht ihr dann alle Titel, alle Projekte, die ich am Laufen habe, abgeschlossene dazu auch noch. Hier zum Beispiel Portal 1, abgeschlossen, einfach raufklicken und schon seht ihr hier alle Beiträge bzw. alle Videos, die ich hochgeladen habe. Und wenn ihr dann zum Beispiel hier auf 2 Portale, Episode 2 von Portal 1 klickt, dann seht ihr das hier. Hier seht ihr das schicke Video und das, was in den Kanalkommentaren, in der Kanalbeschreibung drin steht. Also das hier auch noch einmal. Ihr könnt auch Kommentare hinterlassen. Ja, ihr könnt es weiter sagen im Internet, bei MySpace, Twitter, Google Bars und Pipapo. Hier seht ihr Links zu ähnlichen Beiträgen, warum jetzt Mirror's Edge da unbedingt da drin ist, kann ich euch nicht ganz erklären. Höchstwahrscheinlich daran, da ich das System auf 2 Gemeinsamkeiten getrimmt habe, also beides ist von EA, deswegen schon mal ein Vergleichspunkt, und beides ist ein First-Person-Shooter, der zweite, und deswegen wird hier auch nochmal Mirror's Edge vorgeschlagen. Ist aber nicht so schlimm. Ja, wie ihr seht, hier ist das Video. Eigentlich hatte ich mir gedacht, dass dieses Video nicht hier drin ist, sondern hier oben. Und zwar in voller Montur, sodass man leichter HD sehen kann. Weil wenn man jetzt hier auf Play klickt, dann hat man erstmal diese 360. Halt die Klappe. Hat man hier nur diese 360p-Variante. So müsste man hier auf 720p erst, also auf HD-Modus umschalten, und finde ich blöd. Naja, wer weiß, wie man diese Videos hier oben einbinden kann bei einem Beitrag. Der kann mir ruhig schreiben, denn das würde ich dann schon irgendwie gerne mal versuchen zu übernehmen, denn ich finde, so sieht's einfach kacke aus. Dann müsst ihr extra hier diesen Pseudo-Vollbild-Modus einschalten und macht das Ganze ein bisschen blöd, finde ich. Naja, egal. Wie gesagt, unter Games findet ihr alle Spiele, auch die unfertigen, hier zum Beispiel Alien Swarm.
bis zu Episode 4 wurde hochgeladen. Bis Episode 4 habt ihr ja auch alles. Jupp. Auch hier wieder das, was ich sagte, was in der Videobeschreibung steht, steht auch hier. Inklusive Smileys, ja. Also das ist ein nettes Feature, was ich extra nur für euch eingebaut habe. Spaß beiseite. Ja. Let's Play Together ist ja wohl selbsterklärend, hoffe ich. Wenn ihr hier raufklickt, findet ihr alle Beiträge, die mit Let's Play Together zu tun haben. Da momentan Alien Swarm mein einziges Let's Play Together ist, werdet ihr nur Alien Swarm hier finden. Aber naja, egal. Wird sich hier noch einiges bestimmt tun im Laufe der Zeit. Ist ja noch nicht Ende meiner Karriere, ist ja noch alles offen. Wir leben ja noch alle 500 Jahre lang, bla bla bla. Gut, Special. Da einmal raufklicken und ja, dann findet ihr hier alle Specials, die ich hochgeladen habe. Hier findet ihr zum Beispiel momentan nur die Umfrage, die ich mal gestartet habe, die auch schon lange vorbei ist. Also braucht ihr hier gar nicht mehr mitmachen. Aber zur Übersicht gehört es nun mal mit dazu und zur Vollständigkeit halber nun mal auch. Deswegen ist es mit dabei. So, was verbirgt sich unter Blog? Hier ist einmal die Kategorie Neues. Da wird momentan nichts drin sein. That something you are looking for isn't here. Heißt so viel wie nix, nada, niente, empty, verpiss dich, aus, vorbei, Ende Melende. Hier werdet ihr generell alles finden, was meine Wenigkeit betrifft, also News, was ich mache, wie, bla bla bla. Keine Ahnung, was ich da posten werde, aber es sind Dinge, die wichtig sind, halt die Let's Play betreffen und ja. So, des Weiteren findet ihr hier auch nochmal Umfragen. Hier findet ihr nur diese How is my site Example Pool von dem Add-on, von diesem Programm hier. Hier werdet ihr demnächst dann auch noch andere Umfragen finden, die ich starten werde, kann, tue, bla bla bla. Ja. So, kommen wir mal zu hier. Hier seht ihr eine History, also das ist im Prinzip das Archiv. Juli 2010 habe ich angefangen mit Let's Play, mit Mirror's Edge ist alles da. Bis Oktober 2010 alle Videos drinne, alle Videos könnt ihr alle nachgucken. Dann habt ihr hier unten auch nochmal Kategorien, Neues und Umfragen, also wer hier oben ist, kann es auch nochmal hier unten ist und bla bla bla. Das hier muss ich nicht wirklich erklären, das ist selbsterklärend, das hier ist auch selbsterklärend, bla bla bla. So, gehen wir nochmal auf die eigentliche Startseite. Yo, meine Lieben. Das hier ist eine Artikelvorschau. Hier seht ihr immer die Top 3 der letzten veröffentlichten Artikel. Na gut, das sind die Top 4. Hier könnt ihr auch schön durchscrollen, wie ihr gerade seht, aber ihr seht sie. Hier seht ihr die Featured Stories, das werde ich nochmal umtaufen, das gefällt mir so nicht. Hier seht ihr die drei zuletzt hochgeladenen Artikel. Wie ihr so schön seht, Alpha Prime, der versperrte Weg. Nummer 10, Alien Swarm, wuhu! Zelda Ocarina of Time, wo geht's denn hier lang? Ja, hier seht ihr dann auch wunderschön noch eine kleine Beschreibung dazu, alles schick schick. Und hier halt nochmal die drei neuesten. So könnt ihr dann auch nochmal schnell raufklicken, was weiß ich. Und hier seht ihr dann alle zuletzt veröffentlichten Artikel. Also es sind momentan 10 Seiten. Alles reine Videoartikel, pipapo. Alles mühevoll hoch eingebunden in dem Programm, also es hat echt Tage gedauert, bis das alles fertig war. Naja, hier steckt echt viel Herzblut drin. Und ja, hier seht ihr halt Kategorie, warum hier Games und einmal Let's Play ist, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das Programm es so auf einmal einbaut, keine Ahnung. Den Artikel und wer kommentiert hat und wer nicht. Wie ihr seht, hat keiner kommentiert. Wäre auch sehr interessant. Wie will man kommentieren, wenn es noch gar nicht online war? Egal. Hier könnt ihr also dann auch nochmal schön durchscrollen. Mal gucken, wie das ist. Ja, dann seht ihr hier zum Beispiel schick alle Artikel der Seite 3 nochmal. Sehr schön. Kommen wir zu dem nächsten hier. Meta, das schmeiße ich noch raus. Also das kommt raus. Das wird hier nicht stehen. Kommentare ist klar. Hier seht ihr die zuletzt veröffentlichten Kommentare in diesem Blog hier. Notizen, das ist eine Umschreibung für Text. Also hier seht ihr zum Beispiel die am häufigsten benutzten Text. Hier müsste, glaube ich, First Person Shooter hat 47 Themen. Ja, das wird auch so sein. Und pipapo. Hier oben seht ihr eine Suche.
Selbsterklärend. Hier seht ihr auch nochmal einen RSS-Feed, den werde ich auch nochmal umstellen, weil da unten steht was mit Localhost und Localhost haben wir hier nicht. Twitter seht ihr auch, also könnt ihr mir auch nochmal auf Twitter folgen. Hier werde ich, glaube ich, auch noch ein bisschen Twitter einbauen. Ich weiß es nicht, ist alles noch im Aufbau. So, dann kommen wir noch zu den anderen Dingen. In meinem Technik-Blog, den hier, werde ich damit die Let's Play-Kategorien rausschmeißen. Das heißt, alles mal, also alles, was ihr hier seht, wird rausgehen. Es wäre vielleicht nett, wenn mir einer, der Ahnung hat, vielleicht schaut ja einer dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Let's Play, nehmen wir mal Games, Mirror's Edge. So. Dann sehen wir hier ganz viele Artikel, aber ich möchte zum Beispiel, dass das hier alles weg ist und dass man dann hier zum Beispiel das Cover des Spiels hinmacht, hier noch halt diese Beschreibungen noch mit alles dazu, so ein Screenshot vielleicht. Das würde ich hier auch gerne einbauen, aber ich weiß nicht, wie das einzubinden ist, also wie man das machen soll. Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben, ich weiß es nicht. Das hier ist irgendwie eine Sidebar, die halt ihre Widgets hat. Ich habe auf einem anderen Blog gesehen, dass es geht. Ich weiß nur nicht, wie er es gemacht hat. Ich habe bis jetzt auch noch keine Antwort gekriegt. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, nochmal zurück auf Start. So. Also wie gesagt, ich werde die Let's Plays hier rausschmeißen. Sodass der technische Blog hier, mein Tech-Blog, sich wieder auf Technik und Hardware, Software und Hardware berufen kann und von dem Let's Play bereinigt wird. Das Let's Play hat dann seinen eigenen Blog, wie ihr hier seht. Und ja, dann kommen wir noch zu ein bisschen was anderem. Hier auf meinem Kanal findet ihr World Wide Web Space. Hier findet ihr meinen normalen Blog. Hier findet ihr Twitter. Wenn ihr da einmal raufklickt, mache mal dieses. Ich muss mich beeilen, die Zeit drängt. Findet ihr meinen Twitter-Account. So viele Tweets schon. Auch scheiße, ich habe ihn verpasst. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir hier, könnt euch das angucken. Also es wäre schön, vielleicht könnt ihr mir folgen oder was weiß ich. Auf Twitter könnt ihr mich immer erreichen, da bin ich eigentlich immer anzutreffen. Steam. Ja, ich habe auch Steam. Ist ja auch logisch bei Portal. Steam findet ihr hier auch. Meine Steam-ID, wenn das mal geladen wurde, bla bla bla. Ihr könnt mich adden, aber ich werde nicht jeden annehmen. Also ich nehme meistens nur die an, die ich kenne, beziehungsweise mit denen ich auch wirklich gut spielen kann. Sonst gibt's hier nichts. Und ja, das war das. Formspring, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie ruhig stellen. Dafür ist Formspring gedacht. Fragt einfach. Dumme Fragen, naja, ich beantworte nicht alle bekloppten Fragen, ich beantworte aber eigentlich alle Fragen. Kommt immer drauf an, wie dumm. So. Und dann was ganz Neues, Livestream. Ja, ich habe auch einen Livestream. Halt die Klappe hier. Den könnt ihr auch erreichen. Ich werde mal gucken, ob ich ihn in dem Let's Play-Blog noch einbinde. Dann findet ihr hier oben noch einen Banner, einen Button mit Let's Play, Live Let's Play. Ja, hier könnt ihr dann manchmal reingucken. Und dann seht ihr mich live zocken. Also quasi ein Let's Play nur live. Mit allen Fehlern, mit allen Versprechern und pipapo, nichts rausgeschnitten, pur, live, pur. Ich werde, wenn BugTube das endlich mal zulässt, weil momentan, ich zeig's euch mal, ich wollte euch schon die ganze Zeit sagen, dass es nicht, warum ich nicht mehr schreibe, keine Videos mehr hochlade. Wie ihr seht, BugTube macht einen unendlichen Loop, bla bla bla. Deswegen konnte ich euch nicht informieren. Und extra ein Video machen wollte ich jetzt auch nicht, weil ich nicht wüsste, was ich da zeigen soll und pipapo. Naja, ist egal. Ich weiß nicht, wie ich euch darauf aufmerksam mache, dass ich Let's Play, Live-Let's Play mache. Entweder, wenn BugTube es zulässt, halt hier rüber. Oder ich mache ein Video. Würde ich machen. Oder ihr schaut nach. Drei Optionen gibt es. Nun ja. Ja. Links mache ich alle nochmal in die Beschreibung rein. Und da mir jetzt nur 30 Sekunden übrig bleiben, bis die 15 Minuten voll sind, weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll. Wie gesagt, wäre nett, wenn ihr die beiden, meine Blogs hier, meinen Technik-Blog und meinen Let's Play-Blog schön unterstützen würdet. Das würde mir wirklich viel bedeuten, weil hier steckt echt viel Arbeit drin. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie ruhig auf Formspring. Bei Twitter könnt ihr mich adden, ihr könnt mich da anschreiben. Und pipapo, also bei Twitter bin ich immer zu erreichen. Naja, gut.
Das war's dann in etwa und ja, bis zum nächsten Mal.